Die Pferdebachstraße wird asphaltiert. Alle 2 bis 3 Tage wandert die Baustelle weiter. Damit verbunden sind natürlich auch Sperrungen für den Autoverkehr. Die Busse zur Uni werden weiträumig umgeleitet. Was wann genau passiert, das seht ihr jetzt hier. Vom Montag bis Mittwoch kommt ihr über die Pferdebachstraße nicht von der Adelstraße zum Evangelischen Krankenhaus. Es wird unter der Rheinischen Eselbrücke und dem Kreisverkehr Westfalenstraße-Pferdebachstraße asphaltiert. Am Kreisverkehr am Medizinzentrum endet dann eure Fahrt. In Richtung Stockholm kommt ihr während der Zeit über Kringeldanze, Sonnenschein oder die Dortmunder Straße. In Richtung Innenstadt fließt der Verkehr wie gewohnt. Am Mittwoch und Donnerstag wechselt dann die Baustelle auf die andere Seite. Dann wird der Kreisverkehr und die Einfahrt zum Evangelischen Krankenhaus asphaltiert. Nach Stockholm kommt ihr dann über die Westfalen- und Diakonissenstraße. In Richtung Innenstadt wird der Verkehr über die Westfalenstraße und Dortmunder Straße umgeleitet. Wir wechseln nun zur nächsten Kreuzung. Die Leostraße bleibt vom Montag bis Donnerstag zwischen Josefstraße und Pferdebachstraße gesperrt. Auch die Einfahrt in die Josefstraße von der Leostraße wird nicht möglich sein. Auf der Pferdebachstraße wird eine Baustellenampel den Verkehr regeln. Der Verkehr wird halbspurig geführt. Am Freitag und Samstag wird dann der Einmündungsbereich Rebecca-Hanf-Straße und Pferdebachstraße asphaltiert. In der Woche darauf sind die Asphaltierarbeiten auf dem Rheinischen Esel dran. Baufahrzeuge können dann in der Zeit den Verkehr beeinträchtigen. Was heißt das für die Nutzer der Linie 371? Die Buslinie 371 fährt vom Marienhospital ohne Halt bis Stockholm Bahnhof. Die Haltestellen Johannisstraße, Diakonissenstraße, Ziegelstraße, Bebelsdorf, Universität Wittenherdecke, Frankensteiner Straße, Liegnitzer Straße und Walfischstraße werden in Richtung Stockholm nicht bedient, in der Gegenrichtung schon. Deshalb können die Fahrgäste an der Haltestelle Stockholm Bahnhof in den 371er in der Gegenrichtung umsteigen und statt einwärts fahren. Wichtig, nach 20 Uhr funktioniert das Umsteigen am Stockholm Bahnhof nicht, das passt vom Fahrplan nicht. Sie würden dort 40 Minuten warten, bis der Bus in der Gegenrichtung kommt.